Der Knoblauchgarten. Der arme Engländer mochte über sein Überströmen nicht so sehr gejammert haben, als die Zuhörer lachten, da sie den ihm von der Maus gespielten Streich vernahmen. Und das Gelächter hätte bis zum anderen Morgen gedauert, wenn der Prinz nicht dazwischen getreten wäre, damit man auch auf Antonella hören sollte, die mit großer Zungenfertigkeit also zu reden begann. Der Gehorsam ist eine sichere Ware, die Gewinn ohne Gefahr abwirft und auch ein Besitztum, das zu jeder Zeit Früchte hervorbringt. Dies wird euch die Tochter eines armen Landmannes beweisen, die dadurch, dass sie sich ihrem Vater gehorsam bezeigte, nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Schwestern den Weg zum Glück eröffnete, indem sie sämtlich reich verheiratet wurde. Es lebte nämlich einmal im Dorfe Lavara ein Bauer namens Ambrosio, der 7 Töchter und nichts anderes besaß, um sie anständig in der Welt zu erhalten, als einen Knoblauchgarten. Dieser wackere Mann war innig befreundet mit Biasilio Gualecchia, einem in Resina sehr reich begüteten Manne, der Vater von 7 Söhnen war, von denen Narducchio, der Erstgeborene und des Vaters Herzblut, plötzlich auf einmal krank wurde und auf keine Weise geheilt werden konnte, obwohl der Beutel des Vaters in einem Fort offen stand. Als ihm nun Ambrosio eines Tages besuchte, fragte ihn Biasilio, wie viele Kinder er eigentlich hätte. Worauf jener, der sich schämte, dass er nur Töchter zu erzeugen vermochte, erwiderte: »Ich habe 4 Söhne und 3 Mädchen.« »Wenn das so ist«, versetzte Biasilio, »so schicke mir einen von deinen Söhnen her, damit er meinem Sohne Gesellschaft leiste. Du wirst mir dadurch einen sehr großen Gefallen erweisen.« Ambrosio, der sich auf diese Weise selbst gefangen hatte, wusste nicht, was er antworten sollte, sondern nickte nur mit dem Kopfe. Und nach Lavara zurückgekehrt, geriet er vor Ärger fast außer sich, indem er gar nicht wusste, wie er dem Freunde wieder vor die Augen treten sollte. Endlich jedoch rief er all seine Töchter, von der kleinsten bis zur größten, herbei und fragte sie, welche von ihnen es wohl zufrieden wäre, sich die Haare abschneiden zu lassen, Mannskleider anzuziehen und sie sich für einen Mannsperson auszugeben, um den kranken Sohne des Biasilio Gesellschaft zu leisten. Worauf die älteste Tochter namens Anukia entgegnete: »Ist mir etwa der Vater gestorben, dass ich mir das Haar abschneiden sollte?« Die zweite Tochter namens Nora antwortete: »Noch bin ich nicht verheiratet und schon willst du mich mit abgeschorenen Haaren sehen?« Die dritte namens Zapatina versetzte: »Ich habe immer sagen hören, dass Frauenzimmer keine Hosen anziehen sollen.« Die vierte namens Rosa erwiderte: »Was, Kuckuck, noch einmal, komm mir nicht damit, dass ich mir zur Unterhaltung eines Kranken das anschaffen soll, was selbst in keiner Apotheke zu finden ist.« Die fünfte namens Gianna sprach: »Sag dem Kranken, dass er abzuführen einnehme und sich zur Ader lasse, denn ich würde auch nicht eines von meinen Haaren für 100 Lebensfäden von Männern hingeben.« Die sechste namens Lella sagte: »Als Frauenzimmer bin ich geboren, als Frauenzimmer lebe ich, als Frauenzimmer will ich auch sterben und mag nicht, um mich in einen vorgeblichen Mann zu verwandeln, meinen ehrlichen Namen verlieren.« Das jüngste Nestvögelchen jedoch, namens Belucha, sah aber, dass der Vater bei jeder einzelnen Antwort seiner Töchter einen Seufzer ausstieß und antwortete: »Nicht nur wollte ich mich dir zuliebe in einen Mann, sondern sogar in ein Tier verwandeln und selbst noch Ärgeres erdulden, wenn ich dir damit dienen kann.« »Ach, segne dich der Himmel«, erwiderte Ambrosio, »denn für das Leben, das ich dir gegeben, gibst du mir ein neues Leben wieder. Darum keine Zeit verloren, sondern frisch ans Werk.« Und nachdem er ihr die Haare, die den Häschern Amors als vergeudete Schlingen dienten, abgeschnitten und ihr einen zerrissenen Männeranzug ausgepflegt hatte, brachte er sie nach Resina, wo sie von Basilio und seinem kranken Sohne, der zu Bette lag, mit den größten Freundschaftsbezeigungen der Welt empfangen wurde. Ambrosio kehrte hierauf nach Hause und ließ Belucha zurück, damit sie den kranken Narducchio bedienen sollte. Als dieser nun die ungewöhnliche Schönheit Beluchas unter den Lumpen hervorleuchten sah, sprach er bei sich selbst, indem er sie immer wieder von Neuem anschaute und mit den Augen fast verschlang: »Wenn ich nicht ganz blind bin, so ist das ein Frauenzimmer. Die Zartheit ihres Angesichts zeigt es, ihre Sprache bestätigt es, ihr Gang bekräftigt es, mein Herz sagt es und Amor verrät es. Es ist ohne Zweifel ein Frauenzimmer und wird wohl hierher gekommen sein, um in ihrer Männertracht meinen Herzen durch diese List einen Hinterhalt zu legen.
Der sich nun ganz diesem Gedanken ergab, versank er in solche Traurigkeit, dass das Fieber noch viel mehr zunahm und die Ärzte ihn in einen sehr gefährlichen Zustand fanden, so dass die Mutter, die ihn von ganzer Seele liebte, zu ihm sprach: »Lieber Sohn, Licht meiner Augen, Stab und Krücke meines Alters, was soll das bedeuten, dass du, statt an Kraft zuzunehmen, an Gesundheit abnimmst und statt vorwärts zu kommen, immer rückwärts gehst? Ist es möglich, dass du deine Mutter so betrüben willst, nicht die Ursache deiner Krankheit zu sagen, damit sie sie beseitigen könne? Sprich doch, mein Juwel, verheimliche mir nichts, öffne mir dein Herz, wirf deine Bürde ab und sage mir frei heraus, was du willst und wünschest. Für das Übrige lass mich sorgen, denn ich werde alles tun, was du verlangst.« Durch diese Worte ermutigt, fing Naducio an, ihr seine Leidenschaft zu entdecken und ihr zu sagen, wie er sich davon überzeugt hielte, dass der Sohn Ambrosius ein Mädchen sei. Und dass, wenn er sie nicht zur Frau bekäme, er beschlossen hätte, dem Lauf seines Lebens ein Ende zu machen. »Nur sachte«, erwiderte die Mutter, »um deinen Wunsch willfahren zu können, wollen wir erst untersuchen, ob sie ein Frauenzimmer oder eine Mannsperson, ob das Feld flach oder hügelig ist. Ich will mit ihr in den Stall gehen und sie eines der wildesten Pferde von denen, die wir haben, besteigen lassen. Denn wenn sie ein Frauenzimmer ist, so fehlt ihr wie allen Frauen der Mut und sie wird nicht daran wollen, so dass wir dann gleich wissen, woran wir sind.« Dieser Einfall gefiel dem Sohne. Die Mutter stieg mit Bellucia in den Stall hinunter und ließ ihr ein unbändiges, junges Ross geben, das Bellucia jedoch sogleich sattelte. Mit einem wahren Löwenmut bestieg und anfing, einen Pass zu reiten, zum Verwundern, einen Galopp zum Erstaunen, Folten zu machen zum Entzücken, Pirouetten, um außer sich zu geraten, Kurbetten, um Maul und Ohren aufzusperren und Kapriolen, die mehr jener als dieser Welt angehörten. Weswegen die Mutter zu Naducio sagte: »Lass deine närrische Grille fahren, mein Sohn, denn du siehst, dass dieser Bursche satte fester ist als der älteste Kavallerist der Welt.« Trotzdem beharrte Naducio bei seinem Sinn und sagte aufs Neue, dass es durchaus ein Frauenzimmer wäre und selbst alle Heiligen ihm diesen Glauben nicht benehmen würden. Um ihm nun diesen Wahn zu benehmen, begann die Mutter wieder: »Nur nicht so hitzig, mein Sohn. Wir wollen noch eine Probe machen und sehen, woran wir sind.« Darauf ließ sie eine Muskete holen, hieß Bellucia herbeirufen und sagte zu ihr, sie solle sie laden und abfeuern. Diese ergriff sogleich das Gewehr, schüttete Schießpulver in den Lauf und damit Liebespulver dem Naducio in den Leib, legte die Lunte an das Schloss und Feuer an das Herz des Kranken und indem jene sich entlud, beschwerte sich das Herz des Ärmsten mit Liebessehnsucht. Als die Mutter die Fertigkeit, Gewandtheit und Geschicklichkeit sah, mit der der Bursche die Muskete abfeuerte, sprach sie zu Naducio: »Was du denkst, ist alte Torheit, denn ein Frauenzimmer kann das nicht alles tun, was der da tut.« Naducio aber beruhigte sich nicht dabei, sondern stritt immerfort und würde sein Leben gewettet haben, dass diese schöne Rose keinen Stachel hatte. Daher er wiederum zur Mutter sprach: »Glaub mir nur, liebe Mutter, wenn dieser schöne Baum der Liebesanmut mehr Kranken nur eine einzige Feige geben sollte, so würde ich Kranker dem Arzte die Feige weisen. Darum müssen wir in jedem Fall suchen, Gewissheit zu erlangen. Wenn nicht, so ist mit mir vorbei, denn ich ruhe entweder in ihrem Schoß oder in dem der Erde.« Da die arme Mutter sah, dass er hartnäckiger war als je, durchaus auf seinem Sinn beharrte und immer wieder auf den besagten Hammel zurückkam, sprach sie zu ihm: »Um dir noch genauere Überzeugung zu verschaffen, so gehe mit ihm baden. Und dann wirst du sehen, ob Berg oder Tal, freier Platz oder Sackgasse, Circus Maximus oder Trajans Säule vorhanden ist.« »Richtig«, rief Naducio aus, »das ist das Rechte. Und jetzt hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und heute muss es sich endlich zeigen, ob es Bratspieß oder Pfanne, Wirkholz oder Sieb, Spritze oder Trichter ist.« Bellucia aber, die den Anschlag witterte, ließ rasch einen Knecht ihres Vaters zu sich kommen, der gar schlau und pfiffig war, und wies ihn an, dass, wenn er sie am Meeresufer im Begriff sehe, sich auszukleiden, er ihr die Nachricht bringen sollte, dass ihr Vater nah daran wäre, in den Himmel zu fahren und sie noch einmal sehen wollte, ehe der Kreisel des Lebens Stillstand machte.
Als dieser nun, genau aufpassend, wahrnahm, dass Naducho und Belluccia sich bereits am Meer befanden und schon anfingen, sich auszukleiden, tat er, wie ihm geheißen war, und er führte einen Auftrag aufs Beste aus, sodass Belluccia nach Anhörung der ihr gebrachten Nachricht sich bei Naducho beurlaubte und den Weg nach Resina einschlug. Naducho aber kehrte mit gesenktem Kopf, verdrehten Augen, erblasstem Angesicht und bleichen Lippen zur Mutter zurück und erzählte ihr, wie schief die Sache gegangen wäre und dass er wegen des Querstrichs, der ihm gemacht wurde, nicht hätte den letzten Versuch machen können. Nur nicht verzweifelt, versetzte die Mutter. Geduld überwindet alles. Drum gehe also ohne weiteres in das Haus Ambrosius und rufe seinen Sohn, und an dem schnellen oder langsam herunterkommen wirst du dann sehen können, woran du bist und ob man dir eine Nase drehen will oder nicht. Bei diesen Worten färbten sich die erbleichten Backen Naduchos wieder, und als am folgenden Morgen die Sonne ihre Strahlen ergriff und die Sterne verjagte, begab er sich geradewegs nach dem Hause Ambrosius, ließ diesen herausrufen und ersuchte ihm doch seinen Sohn herunterzuschicken, da dieser ihm unter den Händen entwicht sei. Er aber gleichwohl etwas Wichtiges mit ihm zu sprechen habe. Ambrosio nun bat ihn, ein wenig zu warten. Er würde ihm bald seinen Sohn senden, worauf Belluccia, um nicht in Flagranti ertappt zu werden, sich schnell Rock und Mieder aus und die Hosen anzog. Indem sie dann aber über Hals und Kopf hinuntereilte, vergaß sie, dass sie noch Ohrringe in den Ohren hatte, sodass Naducho, wie man an den Ohren des Esels das schlechte Wetter erkennt, an den Belluccias ein Zeichen desjenigen heiteren Wetters erkannte, wonach er sich so sehr sehnte, und sie packend wie ein Bullenbeißer zu ihr sprach: »Du sollst mein Weib sein, zum Trotz des Neides, zum Tod des Schicksals und sogar zum Hohn des Todes.« Als Ambrosio die redlichen Absichten Naduchos sah, sagte er zu ihm: »Wenn nur dein Vater zufrieden damit ist und mit einer Hand zufasst, so greife ich mit 100 zu.« Worauf alle miteinander sich nach dem Hause Basilius begaben, der ebenso wie seine Frau voll Freude darüber, ihren Sohn frisch und gesund wiederzusehen, die Schwiegertochter mit unsäglicher Herzlichkeit empfing. Und da sie nun von Ambrosio wissen wollte, wie er denn auf den Einfall gekommen wäre, seine Tochter in Mannskleider zu stecken, und hörten, er hätte es getan, um nicht zu entdecken, dass er so ein Pinsel gewesen wäre, 7 Mädchen zu zeugen, sprach Basilio: »Da der Himmel mir so viel Söhne und dir so viel Töchter geschenkt hat, so wollen wir auch 7 Fliegen mit einem Schlag tot machen. Drum ringen sie nur sämtlicher zu mir. Ich will sie alle meinen Söhnen zu Weibern geben. Denn ich habe Gott sei Dank so viel Gräten, als diese Fische brauchen.« Kaum hatte Ambrosio diese Rede vernommen, so holte er wie im Fluge all seine anderen Töchter herbei, worauf in dem Hause Basilius die 7-fache Hochzeit mit großen Festlichkeiten gefeiert wurde, sodass die Musik und das Jauchzen bis zum 7. Himmel emporscholl. Und indem sie nun alle auf diese Weise froh und fröhlich waren, sah man ganz deutlich die Wahrheit des Sprichwortes: Gottes Treu ist alle Tage neu.